Das letzte Hot New Make-up aus dem Jahr 2023. Wir sind zwar schon in der Zukunft, aber ich habe zum Ende des Jahres natürlich trotzdem auch PR bekommen, was sich auch echt gut angesammelt hat und würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich trage nichts auf meiner Haut, denn ich möchte Skincare ausprobieren. Ich habe nämlich von Rode PR bekommen. Das ist das hier und da ist Skincare drin. Ich denke, die verschicken jetzt auch so PR nach Deutschland, weil man das jetzt wahrscheinlich auch nach Deutschland bestellen kann. Vielleicht sind die jetzt auch schon bei Sephora. I don't know. Aber das ist ein One-Off Everything really good. All in one kit. Okay, fangen wir an mit diesem Rode Glazing Milk. Das ist das hier. Das ist so ein Toner oder Essence. Und ich glaube, das ist damals, als die das in Amerika schon hatten, ziemlich viral gegangen. Also es ist wirklich wie Milch. Voll geil. Milchig, flüssig. Fühlt sich auf jeden Fall richtig reichhaltig an, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also First Impression, richtig gut. Ich habe jetzt schon das Gefühl, meine Haut ist sehr gut aufgefüllt, fresh. Benutze aktuellen Toner von Lenage. Und das ist mein absoluter Favorite Toner. Ich habe in all den Jahren Skincare noch nie so einen guten Toner benutzt, weil der direkt mit dem ersten Nutzen einfach nicht so weg ist. Wisst ihr, das ist nicht so, als würde ich mir das Gesicht waschen, dann ist es weg, sondern es ist wirklich das Gefühl von, boah, das hat schon was gemacht. Und ich muss sagen, der hier macht das auch, was mir sehr gut gefällt. Ich würde sagen, es ist voll, also Lenage ist ein bisschen plumpiger und das ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen öliger, würde ich sagen. Aber gefällt mir echt gut. Also das ist, kann man morgens und abends benutzen und dann soll man es halt ins Gesicht so ein bisschen pressen. Das ist ein Barrier Boosting Prep Step und das soll halt sofort Feuchtigkeit spenden, soll die Hautbarriere stärken, also die eigene, die man schon hat, soll einfach nur eben geschützt und verbessert werden und auf Dauer, also der Nutzung, soll dann auch Rötungen zurückgehen. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich muss sagen, First Impression, richtig gut. Der zweite Step aus dieser Skincare-Reihe wäre dann das Rode Peptide Glazing Fluid. Das sieht so aus. Also Packaging komplett Kunststoff. Sieht sehr ästhetisch aus. Look nice, feel bisschen cheap, um ehrlich zu sein. Ich fand im Internet, aber es ist halt dann die Fotografie, Bearbeitung, wirkte das tatsächlich ein bisschen hochwertiger. Okay, das ist das hier. Das sieht so aus. Der Toner oder dieses Essence ist geruchslos. Riecht aber ein bisschen nach Schwimmbad, finde ich, tatsächlich. Und dieses Peptide Glazing Fluid, es ist mehr als nur ein Serum. Es ist eine Multitasking-Formulierung. Es soll halt richtig powerful Feuchtigkeit spenden. Und man hat halt instant so ein Dewy Finish. Also ich muss sagen, so leicht dieses Serum sich auch angefühlt hat, ist trotzdem recht reichhaltig, muss ich sagen. Die Produkte ziehen schnell ein, aber hinterlassen immer etwas auf der Haut. Also es ist so wirklich Step by Step fühlt man halt diese Schichtung der Produkte. Step 2 hat mir auch erstmal gut gefallen. Kann man nicht sagen. Dann haben wir das dritte, ist ein Barrier Restore Cream. Es ist ein Comforting Moisturizer und das soll auch die feuchtigkeitsspendenden Produkte in Step 1 und 2 nochmal versiegeln und soll dann nochmal so Softness und Smoothness der Haut geben. Auch das ist geruchlos. Die Creme fühlt sich recht leicht an. Ich würde eher sagen wie eine Lotion. Der letzte Step aus dieser Reihe wäre Peptide Lip Treat. Das ist auf jeden Fall feuchtigkeitsspendende Schicht auf den Lippen, hinterlässt ein glossy Finish, soll halt über die Zeit eben die Haut bzw. die Lippen besser durchfeuchten, also verbessern. Ja, und soll halt direkt trockene Lippen eben durchfeuchten. Gucken wir mal, kommt in der klassischen Tube mit diesem klassischen Applikator. Ganz gut, weil meine Lippen sind aktuell echt richtig trocken. Recht dick, sticky, würde ich sagen. Es ist schon sehr so versiegelt, aber auch geruchslos. Okay. First Impression, gefällt mir die Rode-Reihe wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr gut durchdacht. Also nichts ist zufällig und die Produkte sind richtig gut aufeinander abgestimmt.
Hier wurde eben vor allen Dingen an Feuchtigkeit gedacht und eben an Schutz an der Hautbarriere, was ich sehr gut finde. Also die Produkte sind durch diese Steps und durch diese Aufreihung in dieser Reihe total einfach zu nutzen, total einfach zu verstehen. Und ich würde sagen, das sind so die Basic Steps und kann mir das deswegen wirklich gut vorstellen, auch gerade für Leute, die gerade reinkommen wollen, überhaupt mit irgendwas anfangen wollen. Das ist eine sehr unkomplizierte, gut durchdachte Skincare-Reihe, würde ich sagen. Aber auch hier, Hailey Bieber wird ja als Brand auch aufgebaut. Also die haben dann ihre Stylisten, dann sind die draußen, werden fotografiert, um als diese Marke wahrgenommen zu werden in Fashion und auch in Beauty. Und dass dann so eine Skincare-Brand rauskommt, ist auch nicht per Zufall. Das ist dann, wisst ihr, da sitzt so ein riesen Marketing- und PR-Team dahinter, die diese Frau halt als Marke aufbauen und sagen, okay, zu dieser Marke brauchen wir noch etwas, damit die Leute das Gefühl haben, boah, ich kann ein Teil von ihr sein und ich brauche etwas von ihr. Und ja, deswegen kommt jeder Prominente eben auch mit Skincare oder Make-up raus oder mit Parfum. Genau, also it's always all about the money. Also hier Props an dieses ganze Team von ihr. Sehr gut gemacht. Next Step würde ich sagen, mache ich erstmal mit den Augen weiter. Dann hat die Skincare einfach Zeit, richtig einzuziehen. Ich habe die Augenbrauen und schon die Schattenprimer gemacht. Ich habe nämlich hier eine Palette, die ich unbedingt ausprobieren will. Und zwar ist es die Charlotte Tilbury The Beauty Wars Palette. Das ist diese hier. Die ist schon recht lange auf dem Markt, würde ich sagen. Ich habe sie aber in meinem Weihnachtsstrumpf von Charlotte Tilbury bekommen, weil ich die Farben so schön finde. Das ist das Packaging, halt so Christmas Edition. Ich denke mal, die Palette ist wahrscheinlich auch limited. Kommt auf jeden Fall mit einem Spiegel und wir haben hier insgesamt 9 Farben. Und ich finde, es geht so ein bisschen ins Mermaid, so ein bisschen girly, Barbie. Finde ich auf jeden Fall richtig schön. Was auch noch kam von der guten Charlotte ist das hier. Das lag allerdings, glaube ich, auch länger. Ich habe es vergessen, I guess. Das ist riesig. Also zum einen ist es eine Kollaboration zusammen mit Elton John. Ich kann mit dem Dude halt tatsächlich gar nichts anfangen, aber hier ist eine Schallplatte drin. Ich habe sogar einen Schallplattenspieler, also ich könnte es spielen, wenn ich ihn hören würde. Okay, also in dieser Kollektion gibt es eine Elton John Brille. Ich glaube, er hat anscheinend eine Sonnenbrillenkollektion. Ja, total ich auch. Mein nettes PR-Paket, keine Frage. Dann gab es noch 2 Lippenstifte, auch Limited Edition. Das ist einmal die Farbe hier. Finde ich eigentlich ganz süß. Und die Farbe Ready for Lust. Die ist noch bäriger, auch ganz süß. Und so eine Kosmetiktasche. Ich fange mal an mit diesen rosa Peachy Ton. Den finde ich ziemlich süß. Das ist ein matter Lidschatten. Und den packe ich mir erstmal so ein bisschen in meine Lidfalte, auf meine Lidfalte, ein bisschen drüber. Und blende es erstmal aus. Also first kann man sehen, ziemlich soft. Aber schöne Farbe, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Man kann es auch schön aufbauen und eine gewisse Intensität auch erreichen. Das gefällt mir persönlich echt besser in Lidschatten als so von Anfang an. Also ich mag es auch nicht zu soft, ja, wenn man so wirklich Ewigkeiten da sitzt. Aber wie gesagt, auf dem Markt gibt es halt für jeden Konsumenten etwas. Für die, die es wirklich ganz soft wollen, dafür gibt es eben konzipierte Lidschatten. Es gibt immer so eine Steigerung an Intensität. Aber das gefällt mir ganz gut. Okay, next nehme ich mal dieses mittlere Braun hier mit einem kleineren Blenderpinsel. Und die Farbe platziere ich direkt in meine Lidfalte und blende es so ein bisschen aus. Einfach nur, um nochmal so ein bisschen Tiefe zu bekommen. Schöne Formulierung. Es ist so ganz, ganz samtig. Es fühlt sich auch pudrig an. Aber das Finish ist recht glänzend. Seht ihr das? Es ist so ja, fast wie so ein dewy Finish, kann man sagen. Fast wie so Powder to Cream. Interessant. Auf jeden Fall nice. Love that. Natürlich muss ich dieses helle Blau nehmen. Ich finde das so schön. Das ist so super hellblau, fast schon Silber, aber es ist nicht Silber. Das nehme ich mit dem Finger auf, weil solche Farben funktionieren immer am besten, wenn man sie mit dem Finger aufträgt. Und ich presse mir das jetzt erstmal so komplett auf das bewegliche Lid. Das ist auf jeden Fall super intensiv. Richtig schön. Also selbst so auf dem Lid würde ich sagen, silberner Lidschatten, aber also das wirkt silberner, fast topig. Hier finde ich blau, aber auf dem Lid kommt es tatsächlich zu Silber rüber. Aber auch das hat gut geklappt und gefällt mir sehr gut.
Also auch die Glitter-Shadows, sehr gut durchdacht. Ich finde, das ist eine tolle Palette und ein bisschen spiciger als ihre klassischen Paletten, würde ich mal sagen. Deswegen gefällt es mir auf jeden Fall richtig gut. Dann habe ich zugeschickt bekommen von Sephora die Paco Rabanne Kollektion. Paco Rabanne ist ein Fashion-Designer. Der hat ja sehr auffällige Fashion-Pieces, würde ich sagen. Sehr viel Glitzer, so Pailletten und so, so große Pailletten. Ja, auf jeden Fall haben die jetzt 23 relativ zum Ende eben auch diese Make-up-Kollektion gelauncht. Und das Packaging ist natürlich total krass. Wir haben hier einmal einen riesen fetten Spiegel. Es ist super schwer. Und dann eben die ganzen Make-up-Produkte, die hier drin sind. Ich hol's mal raus. Ich glaube, dann ist es auf jeden Fall leichter und besser. So, zum einen haben wir hier die Rabanne Handbag Palette. Das ist so ein Compact, komplett in Silber und mit 4 Farben. Kunststoff ist ziemlich cheap, muss ich sagen. Also, als es hier ankam, war es so, boah, krass. Da habe ich es in die Hand genommen und ich so, uff. Nicht so ansprechend, finde ich, gerade für so eine Marke. Es ist ja eine Luxusmarke und da wurde halt definitiv eben am Packaging gespart. Aber gut, dann oft geht es ja dann eben auch um Geld verdienen, um Margen. Und die dachten sich, okay, vielleicht investieren wir in teurere Formulierungen, aber sparen dann eher am Packaging, wobei das Packaging auch nicht günstig gewesen sein wird. So, und dann gibt es eben noch diese Zweierpaletten, wenn man sagt, okay, ich will nur das oder das. Aber es ist soweit vielleicht kein Refill, also hier sind keine Löcher. Okay, was ist das hier, Mini Palette Digital Dream. Das sieht sehr cremig aus. Ja, es ist auch. Interessant. Also auf jeden Fall sehr fashion, würde ich sagen. Diese Formulierung, die Farbzusammenstellung, weniger Alltag, würde ich mal sagen. Aber so im Großen und Ganzen wirkt es sehr nach Paco Rabanne, würde ich sagen. Hier zum Beispiel so ein Shimmer Bomb Spray on Glitters. Ja, das ist Paco Rabanne. Wow. Aber eigentlich ganz nice, finde ich. Also wenn man gerade so im Fashion-Bereich ist, für Editorials, aber auch so sehr künstlerisch sich schminkt, warum nicht? Falls ihr euch fragt, warum auch so zum Beispiel diese High-End-Luxus-Fashion-Brands Make-up rausbringen, auch das ist nicht Zufall. Das ist nicht so, ja, lass dann noch Make-up machen. Es ist oft, um Produkte zu kreieren, um auch die Leute zu erreichen, die sich zum Beispiel die Brand nicht leisten können. Also, ne, dann sei es hier bei Paco Rabanne, ne, so ein Rock kostet dann auch um die 1000 Euro, ne, mit diesen Pailletten teilweise noch viel mehr. Und es ist dann so, okay, wie erreichen wir die, die sich die Fashion nicht leisten können? Und so schaffen sie es eben Konsumenten, die kein Kunde bei der Brand sind, aber dann eben im Make-up-Bereich, weil Make-up ist zwar auch teuer, aber dann bezahlbarer und so hat man dann etwas von dieser Marke. Also auch hier geht es darum, die Leute zu holen, zu fischen, zu konsumieren. Die nächste Palette, die ich bekommen habe, auch die liegt ein bisschen länger und zwar ist es die Huda Beauty Pretty Grunge Palette. Die habt ihr sicherlich auf Social Media schon überall gesehen. Ich finde, darüber wurde gar nicht so oft gesprochen oder auch nicht so krass gezeigt, wie finde ich ihre anderen Paletten. Vielleicht trifft das nicht so jeder Manns Geschmack. Das ist für mich so eine Neutral Cool Tone Palette. Hier hat man es ein bisschen neutraler, würde ich sagen. Kühl und hier so ein bisschen dann dieses grungige Kühl, so mit dem Schwarz und so. Und das Traurige ist, ich habe dazu tatsächlich ein Reel gedreht und ich wollte es unbedingt so ein bisschen alleine machen. Meinte Sebastian nicht, ich kann die Kamera an- und ausschalten. Ja, Problem war nur, dass ich die ganze Zeit unscharf war. Also dieses hier, das ist die gleiche Formulierung wie diese hier, das Braun, was ich eben benutzt habe. Ja. It's the same. Ist wahrscheinlich der gleiche Hersteller. Ja, same, same. So, Süßchenpopöchen. Das ist auch so ein Creme. Ich frag mich, wie man das tragen soll. So alleine, es würde ja nicht halten. Okay, fangen wir mal mit der Huda Beauty Palette an. Hier ist die Farbe Grunge. Grunge ist ein Cream Shadow. Wahrscheinlich so als Base. Oder wenn man das halt so wie in diesem Finish haben will, so einfach schwarz, glossy, verlaufen. Also es ist dann halt ein sehr grungiger Look, weil wie gesagt, dadurch, dass wir auch Ölfette auf den Lidern haben, würde diese Formulierung nicht bleiben. Also es würde dann so Striche geben, weil es dann so reingelaufen ist und so. Also wenn man den Look dann halt cool findet, für bestimmte Looks kann ich es mir sogar vorstellen. Ich bin ja total offen für sowas. Muss man halt immer nur wissen. Nicht, dass man dann total erschrocken ist. So, Gott, was passiert hier mit meinem Lid? Nimm es jetzt einfach mit einem Pinsel auf. Also nur hier nochmal, dass ihr das seht.
Ich frage mich, ob das so richtig Paint ist. Oh mein Gott, ja, das ist so richtig Paint. Ah, ich habe so einen nice Look geschminkt. Und ich hatte noch so eine Story gemacht, habe mich so gefühlt, habe so gepostet zur Musik. Und die Leute so, oh mein Gott, wir brauchen einen Look. Ich so, kommt, kam aber halt auch nie. Weil es halt total verschwommen war. Also ihr könnt sehen, es ist halt so super schwarz. Blende ich jetzt mal hier so ein bisschen aus. Auch schön, guck mal. Auf jeden Fall kann man damit so arbeiten, aber ich würde es halt immer setten, dann hat man auch schon eine richtig schöne Base. Also auf jeden Fall kann man mit sowas richtig gut arbeiten. Vor allem, wenn man so, das könnte man auch, wie gesagt, als Base auftragen und dann so richtig krasse Pigments oder so Glitter-Shadows nehmen und dann on top. Das wäre dann so richtig vibrant. Oh yeah. Dann nehme ich die Farbe Renegade. Das ist einfach dieses matte Schwarz mit so einem kleineren Blenderpinsel. Klopfe so ein bisschen Produkt ab und das blende ich jetzt einfach nur auf diese schwarze Farbe, damit ich das so ein bisschen sette und das noch intensiver mache. Ich liebe die Spiegel bei Huda Beauty. Also generell Spiegel in Make-up-Produkten. Ich finde das so viel besser. Ich mag gerne immer so einen Weitblick haben, aber dann gerne immer noch so richtig nah dran. Dann nehme ich die Farbe Nirvana. Das ist diese Farbe hier. Ich kann mir gerade nicht so wirklich vorstellen, wie das aussehen mag. Das ist ein Braun. Ja, so ein richtig Aubergine kann man auch nicht sagen. Geht so ein bisschen in die Richtung. Also fast lila. Ja doch, Aubergine passt eigentlich ganz gut so. Die Farbe gebe ich jetzt ganz leicht über das Schwarz. Die Farben sind wirklich super pigmentiert. Vor allem mit der Palette hilft es, finde ich, schon fortgeschritten zu sein oder mit einer leichten Hand arbeiten. Next nehme ich die Farbe Beauty Chaos. Das ist so ein Mauve-Ton, würde ich mal sagen. So ein richtig muted Grey-Lavender-Ton. Und das nehme ich mit so einem kleinen Pencil-Brush und damit führe ich die Farbe eigentlich nur hier so ein bisschen fort, damit es nicht so weird aufhört, dass ich einfach so einen schönen Verlauf habe. Dann nehme ich die Farbe Fearless. Das ist dieser Ton hier. Ich finde, das ist nochmal eine birrigere Version von dem hier. Vielleicht nicht so lila, ein bisschen rötlicher. Das ist die andere Farbe gewesen. Fast schon in dem Sinne gräulicher und hier ein bisschen die wärmere Version davon. Die Farbe presse ich jetzt zwischen Schwarz und meines beweglichen Lides. Also auf jeden Fall schöne, samtige, matte Lidschatten, aber wirklich hochpigmentiert. Also die Farben, die ich benutzt habe, gefallen mir sehr, sehr gut. Könnt ihr jetzt natürlich noch echt zig Farben benutzen, aber dann, ja, ich schaffe sonst den Rest nicht. Also hier zum Beispiel Maverick war ja diese Farbe. Das war die Farbe, die ich für mein Reel benutzt hatte. So ein nicht Silber, nicht Gold, Taub, irgendwie so ein Zwischending, aber auch irgendwie Bronze, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Also total interessante und auch schöne Farbe. Genau, also das könnte ich mir jetzt komplett hierhin machen, aber ich weiß nicht, ich überlege. Ich nehme mal die Farbe Freedom. Das ist dieses leicht super helle Peach Rosa und das presse ich mir jetzt hier hin. Auch die Farbe super pigmentiert. Das ist wie Kreide. Hat auch sehr gut geklappt. Also Palette gefällt mir sehr gut, genauso wie die Charlotte Tilbury. Auf jeden Fall ziehen die in meine Kollektion ein. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme mal die Paco Rabanne Palette und zwar die Farbe Amethyst. Das ist diese hier. Das ist die Farbe. Also es wirkte im Fältchen auf jeden Fall glitteriger. Es ist fast wie so ein Topcoat, sehr, sehr soft. Also man wird das mit dem Pinsel kaum aufgetragen bekommen, weil ich kriege es kaum mit dem Finger auf. Deswegen werde ich jetzt meinen kleinen Finger nehmen, so, und mir das hier so hinpressen. Also ihr könnt sehen, wie viel Produkt ich aufgenommen habe und wie hart ich in meinen Inner Corner drücke. Das ist die Farbe. That's it. Was man jetzt noch machen kann, ist so einen kleinen Pinsel nehmen, so ein bisschen den Lidschatten anrauen. Ansprühen mit einem Fix Plus oder so und dann nochmal on top. Für mich nichts Besonderes. Für jemanden, der es nicht so metallisch haben möchte, der sagt, oh, das ist schön, so für so das bewegliche Lid, kann ich total verstehen. Also es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das hätte ich mir jetzt extra gekauft. Ich habe viel sowas in meiner Kollektion, also hier finde ich nichts Besonderes, aber es liegt wirklich nur daran, dass ich gerade bei Glitter immer ein bisschen mehr Effekt möchte, ein bisschen mehr und dadurch, dass ich in der Sammlung ähnliche Dinge habe, einfach nur daher. Also wenn man sagt, nee, das ist eigentlich das, diese Softness, ich mag das, es soll gar nicht so krass schimmernd sein, gerade für Sommer oder so Herbst, Frühling, dann kann man damit definitiv spielen. Skincare ist, denke ich, gut eingezogen. Ich habe mir einen Primer gekauft und zwar ist es der Rodial Glass Primer. Das ist dieser hier. Rodials Produkt
Produkte mag ich. Ich finde, die machen interessante Produkte und ein bisschen anders als vielleicht ein paar andere Brands, würde ich sagen. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, why not? Und zwar, a sheer hydrating primer with a soft glow that keeps skin looking plump and moisturized with a flawless glass skin effect. Glow microspheres provide skin radiance, creating a luminous canvas. Skin will feel cooled, calmed and prepped for makeup. Kommt in so einem Tübchen. Es hat so ein leicht goldenes Finish. Eigentlich wie so ein super leichter Cream-Highlighter. Ist auch parfümiert. Also es ist wirklich sehr, sehr minimal. Ich weiß nicht, wie das schaffen soll, halt durch das Make-up durchzuschimmern. Ich trage das mal nur auf einer Hälfte auf. Seht ihr das? Also es färbt auf jeden Fall das Gesicht, die Perlen, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so geil finde, to be honest. Ich muss sagen, da finde ich das, was ich in meinem anderen Haul gezeigt habe, das verlinke ich euch hier. Da hatte ich was, ich glaube, war was Koreanisches oder Japanisches. Das war sick. Das finde ich noch besser. Ich habe hier jetzt nicht wirklich ein Hydrating-Gefühl. Es ist ein Cooling-Gefühl hat es. Also es hat irgendwas Kühlendes drin. Definitiv. Aber auch so, dass es sich so um die Haare legt. Nicht so. Also es hinterlässt so Ränder. Es geht nicht gleichmäßig in die Haut. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Champagner-Rosane jetzt so geil finde. Gerade für helle Leute. Ne, schaut mal da, wo ich versuche, das auszublenden, habe ich es abgetragen und dann ist hier Produkt und dann wieder um meine Augenbraue herum. Natürlich nicht so geil. Es ist wie so ein... Ja, ich habe das Gefühl, man schiebt das Produkt einfach nur hin und her. Um meine Nase hat sich das Schimmerpigment gelegt. Und ich mag auch den Duft nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das sowas wie Lilie sein soll. Rose. Also First Impression Primer hat mir überhaupt nicht gefallen. Wo ist denn das Ding überhaupt? Hast du schon welche geschmissen? Ich mag den Duft nicht. Ich mag die Farbe nicht. Ich mag nicht, wie sich das auf meine Haut legt. Also hier auf jeden Fall einer der schlechtesten Primer, die ich seit langem benutzt habe. Die Lippenpflege von Hailey Bieber ist sehr, sehr klebrig. Also es bleibt sehr viel Produkt zurück. Ich muss sagen, ich bevorzuge da sogar dieses hier von Laneige. Ich verlinke euch das in die Infobox. Dieses Lip Sleeping Mask. Ich benutze das eigentlich die ganze Zeit. Das hält auch ewig. Also ich gehe immer halt mit so einem Q-Tip rein. Das ist so viel angenehmer auf den Lippen. Es ist wirklich so viel besser. Das ist schon sehr, sehr klebrig. Also es macht seinen Job, aber es ist schon sehr schwer auf den Lippen. Gerade jetzt mit so Make-up und so fällt mir das noch krasser auf. Eine Foundation, die ich mir gekauft habe, aber dann auch bekommen habe, weil ich, als ich es gekauft habe, bin ich ja nach New York geflogen und das war ja zusammen mit Shiseido. Da ging es tatsächlich nicht nur um die Skincare-Lancierung, sondern eben auch um diese Foundation. Ich meinte so lustig, dass ich jetzt mit euch hier bin, weil ich habe mir die gerade gekauft und die ist gerade angekommen. Ich bin dann losgeflogen sozusagen. Also, das ist die Shiseido Revitalescence Skin Glow Foundation. Die sieht so aus, kommt mit Shiseido-Produkten sehr gut zurecht. Das sind Make-up-Produkte, die für meine Haut einfach sehr, sehr gut funktionieren. Und zwar hat es einen Lichtschutzfaktor von 30. Da ist ein Bio Reboost Red Technology. Das ist Fermented Kefir and Niacinamide. Ich liebe Niacinamide. Das funktioniert für meine Haut sehr, sehr gut. Das ist einer der Inhaltsstoffe, würde ich sagen, die auf jeden Fall in meiner Haut eine Verbesserung gebracht haben. Also das ist ja eine gesunde, vibrant Haut, eben mit diesem fermentierten Kefir, Niacinamide. Also hier hat man das gleiche Level von wirkender Hautpflege, aber eben auch Make-up. Und 12 Stunden Haltbarkeit, also man kann sie bis zu 12 Stunden tragen und spendet aber Feuchtigkeit bis zu 24 Stunden. Auf jeden Fall vielversprechend. So sieht das Packaging aus. Ein bisschen anders als die anderen Foundation-Flaschen, die sie hatten. Aber ich finde das sehr, sehr ansprechend. Es gibt mir auf jeden Fall so diesen Japan-Vibe, finde ich irgendwie. Ich habe mir die Farbe in 120 Ivory bestellt. Soll auch so ein bisschen serumartig sein. Könnt ihr sehen, super flüssig. Ich packe das mal auf die Nicht-Primer-Seite, weil ich mal wirklich wissen will, wie die sich jetzt macht. Nur auf Skincare. Also so beim Auftragen merke ich schon, es ist sehr, sehr leicht, aber auch sehr flüssig. Wie ihr sehen könnt, man kann es sehr, sehr schnell ausblenden. Also 120 Ivory passt bei mir perfekt. Besser hätte ich es nicht treffen können. Ich würde sagen, das ist eine Foundation, die mir ein Skincare-Feeling gibt. Ich habe auf jeden Fall die Korrektur, eine schöne, sehr leichte Deckkraft. Also die Haut schimmert trotzdem durch, aber sie ist eben perfektioniert. Das Gefühl, wie gesagt, ist eben, als hätte ich Hautpflege aufgetragen. Nur, dass ich, wie gesagt, diese Korrektur habe, es gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr
Minimalist, würde ich sagen. Also wirklich, ja, eine minimalistische Foundation, aber die genau das macht, was sie machen soll. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich brauche keinen Primer, es ist wirklich nur Skincare. Meine Haut sieht einfach richtig gesund und frisch aus. Einfach dadurch, dass meine echte Haut noch durchstrahlt, plus dieser Korrektur, richtig, richtig nice. Und dadurch, dass ich auch trockene Haut habe, ist einfach die richtige Foundation. Man hat halt eben auch diesen Glow. Gefällt mir sehr, sehr gut. Juhu. Für die andere Seite habe ich eine Foundation, die ich beim letzten Hot New Make-up vergessen habe, weil ich so viele Foundations hatte. Ich hatte so viele Produkte. Und zwar ist es auch eine Foundation, bei der ich wirklich richtig oft gefragt wurde, ob ich sie testen kann. Und zwar ist es von Rem Beauty, diese Foundation hier. Das ist das Packaging. Außen finde ich sehr, sehr schön. Ja, hier so dieses gestempelte und dann diese Schriften. Sehr spacey. Als wäre es so spacey. Die Marke ist ja so auch so ein bisschen eben, ja, spacey, all, ne? Sie hatte ja auch in diesem ersten Kampagnen-Shooting auch so diesen Astronautenanzug an mit dieser Kugel und so. Aber was viele halt eben auch wundert ist, dass sie selber über ihre eigene Marke gar nicht spricht. Das Ding ist halt auch, deswegen gebe ich euch diese Infos mit, also es sind gar nicht die Brand-Owner, also da sind oft dann halt Konzerne dahinter oder andere Menschen, die halt einfach viele Brands gründen. So ist es zum Beispiel auch bei diesen ganzen Kim Kardashian Brands. Also es ist gar nicht sie, sondern dahinter sind dann halt voll die Köpfe und diese Stars sind dann eigentlich nur diese Marketing-Kanäle. Also die vermarkten das, verkaufen das halt eben an ihre Fans, Investoren, genau, die dann halt im Hintergrund sind und so wird es halt bei ihr auch sein. Also das war ja irgendwie Morphe-owned, aber das war dann irgendwie dann auch, meine ich, bankrott und sie hat das dann rausgekauft oder die haben es rausgekauft. Also ganz wirrwarr. Und vielleicht identifiziert sie sich mit dieser Brand nicht. Deswegen spricht sie nicht drüber. Aber wenn ich nicht wüsste, dass es Ariana Grandes Brand sein sollte, könnte das jede andere Brand sein. Eigentlich das Konzept ziemlich cool. Die Produkte sind jetzt aber auch nicht wirklich bahnbrechend. Ich verlinke euch das Video hier. Ich habe mein ganzes Full-Face-Make-up da mitgemacht. Damals gab es auch nicht bei Sephora. Das heißt, wir hatten damals noch auf der US-Seite bestellt. Mittlerweile hat das sogar Sephora Deutschland. Ja, auf jeden Fall, das ist die Verpackung. Die finde ich ziemlich clever. Also es ist ein Kunststoff-Packaging, so auf Milchglas gemacht. Und das ist mal was anderes. Also die klassischen Foundation-Flaschen gehen ja tatsächlich eher so in dieses, wobei das ja auch schon ein bisschen, ne, auch mit diesem Deckel und so, schon ein bisschen anders. Ich finde es cool, muss ich euch sagen. Ich habe mir die Farbe Fair 2N mitgenommen. N steht für Neutral. Neutral ist, dass man gleiche Anteile an gelbem Unterton hat, sowie auch an Pink. Und wenn man zum Beispiel Warm hat, dann ist es eher so ein gelblicher Hautunterton. Und wenn man eben Cool hat oder dieses C, dann ist es mehr so ein Pinke. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Wahrscheinlich wisst ihr das alles eh. Kommt auf jeden Fall mit einem Pumpkopf. Es ist auf jeden Fall fester. Ihr könnt sehen, es läuft nicht runter. Das ist krass, es wirkt wie ein Mousse. Sehr interessant. Sehr, sehr aufgeschlagen. Interessant. Wenn ich es hier einblende, wirklich auf meinen Handrücken, hat es so ein leicht festes Finish, ein bisschen wachsig. Interessant. Ich nehme mal dafür so ein Kabuki-Brush und presse es jetzt in meine Haut. Also ihr könnt sehen, man hat innen krass Deckkraft. 2N ist super hell. Könnte schon zu hell sein. Also wenn man hier mal guckt, also hier der Übergang geht. Es geht wahrscheinlich durch das ganze Peeling, was ich nehme, aber hier dann nicht. Also 2N ist ganz leicht zu hell. Ganz leicht. Ich kann es fixen, so mit Bronzer, Blush und so. Da wird meine Haut noch ein bisschen Farbe bekommen. Deswegen ist es nicht so tragisch. Also man muss es auf jeden Fall einblenden, ne? Ihr könnt sehen, es stempelt sich so ein bisschen ab. Könnte natürlich tatsächlich auch an dem Primer liegen, weil das schon so komisch saß. Und dadurch, dass es auch so hell ist, muss ich halt richtig... Also hier war es egal, weil es wirklich meine Hautfarbe ist. Und dann sieht man nicht, was nicht abgedeckt ist, weil das geht so Hand in Hand. Und bei sowas muss man dann halt wirklich immer auf die Ränderstreifen und so achten und halt ein bisschen mehr einarbeiten, definitiv. Ja, wirkt ein bisschen pastiger. Hautunebenheiten kommen so ein bisschen mehr hervor. Es legt sich mehr auf die Haut. Also hier hat man auf jeden Fall mehr ein Foundation-Finish, aber mit einer guten Medium-Coverage, würde ich sagen. Um die Nase herum sitzt es jetzt nicht so gut. Ja, wie gesagt, wenn ich das schon ausblende, ich weiß nicht, ob das immer das Beste ist für Leute, die wirklich so trockene Haut haben, eine Haut mit Struktur. Ich glaube, da braucht man ein bisschen andere Foundations. Also ich finde es aber auch nicht schlecht. Ich habe jetzt nicht so, wo ich sage, so, nee, ich finde es schon spannend. Also es gefällt mir auch gut. Es oxidiert ein kleines bisschen. Es wird gerade ein bisschen dunkler. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall nochmal eine Chance geben ohne diesen Primer. Der Primer hat jetzt nicht viel kaputt gemacht, muss ich sagen. Ich
hätte gedacht, das wird schlimmer. Aber ich würde die Foundation gerne sehen, nur mit Skincare. Aber hier so diese kleinen Pickelchen unter der Haut, hier die Hautstruktur hier, das hat es schon hervorgehoben. Also wenn man mich jetzt so sehen würde, würde man sehen, ah okay, sie trägt Foundation. Nicht die schlimmste, aber auch nicht die beste. Aber trotzdem, nicht schlecht. Gefällt mir. Okay, also ich würde sagen, Schulnote wäre es eine 4. Also nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Vielleicht ist es auch eine 3. Ja, vielleicht ist es eine 3-. Hm? 3-. Ich finde 3- nicht schlecht, Leute. Ich habe mir jetzt nochmal einen Schwamm geholt, weil das ein Finish ist. Das würde ich immer mit dem Schwamm ausarbeiten. Bei der Shiseido-Seite habe ich das zum Beispiel gar nicht, weil es einfach perfekt auf meiner Haut sitzt. Mal einfach hier nochmal die Ränder ausarbeiten, überschüssiges Produkt wegnehmen. Ist schon nicht schlecht. Ich kann hier mal so eine Aufnahme machen. Also das ist die RAM-Seite und das ist die Shiseido-Seite. Ein Concealer, den ich mir mitbestellt hatte, als ich hier die Shiseido Foundation so mitbestellt habe, ist von IT Cosmetics die Bye Bye Dark Spots Concealer and Serum. Das ist das. Ich fand das super spannend und habe auch die hellste Farbe geholt, aber schaut mal, wie dunkel das ist. Also es wäre selbst als Foundation viel zu dunkel. Es kommt mit so einem Pinsel, das heißt, man könnte so Spot Treatment machen. Dann dreht man das hier so auf. Ich finde den Applikator auch total cool. Sehr, sehr leicht, wie es schon sagt, zu Serum. Es ist so dunkel, könnt damit nicht abdecken. Ich wollte einmal nochmal hier zwischen meiner Augenbraue zeigen. Die RAM Foundation sitzt da sehr, sehr schlecht. Das ist so trocken. Ja, ich kann es leider nicht benutzen. Wie gesagt, es ist so dunkel, was voll schade ist. Also das ist die Farbe Fair Neutral. Ich habe ein neues Puder zugeschickt bekommen. Und zwar ist es von Sweet Miracle Powder. Das ist das hier. Die hatten sogar ein Event hier in Deutschland. Ich glaube in Köln, Hamburg und so. Die hatten mich auch eingeladen, aber war leider so ein Hin und Her, dass ich dann absagen musste, so wegen Zeit und so. Und zwar ist es ein Magic Filter with a Blur and Glow Effect. Also ihr werdet hier auf jeden Fall, oh, es ist Buildable Long Wearing Coverage Skin Matching Pigments. Das ist ja eine Mineral Powder Foundation. Das ist so dunkel. Ich sehe schon die Schimmerpigmente drin. Das ist schon krass, ne? Sieht aus wie ein Highlighter. Also ich habe mir das mal hier auf dem Handrücken gegeben. Oh, man sieht sogar auf meiner Hand. Aber nice, der Effekt ist nice. Schaut mal, eigentlich gar nicht schlecht, ne? Aber der Glow-Effekt ist halt schon krass. Also das muss man halt beachten. Ich würde dafür so einen richtig fluffigen Puderpinsel nehmen. Mit ganz kleines bisschen so hier das in die Pinselhärchen einarbeiten. Und dann hier versuchen, die Foundation zu setzen. Also man muss schon mit echt Produkt rein, um das so ein bisschen zu setten. Und dann wiederum ist es so dunkel bei mir und die Seite so hell, dass es halt fleckig ist. Also man muss mit der Farbe auf jeden Fall besser aufpassen und es hinterlässt schon krass Glow-Effekt, ne? Auch das muss man wissen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das überall benutze und sage so, boah, ja, geil, damit mache ich meine Foundation. Was ich machen würde eventuell wäre, dass ich alles mache, wie ich es mache. Dann würde ich mit einem klassischen Translucent Powder setten, wie zum Beispiel das L'Oreal Mercier. Also ihr könnt hier sicherlich auch den Farbunterschied sehen. Ich zeige euch das mal. Ja, also das ist, was ich sonst nehme und das ist jetzt das. Aber ich sehe hier so kleine, fleckige Teile und dass ich das auf jeden Fall sette damit und dann würde ich nochmal mit so einem Puderpinsel rein. Kleines bisschen und dann on top. Das würde ja dann auch dieses mehr Deckkraft geben. So dieses Ausblurren und dann mit einem Hauch von Glow. Das kann ich mir vorstellen als Pudertopper, wenn ich das mal so sagen kann. Aber als einzelnes Produkt kann ich mir das für mich und meine Bedürfnisse nicht vorstellen. Was ich unter anderem noch bekommen habe, sind von L'Oreal Mercier die Caviar Stick Eye Colors. Das sind einfach klassische Cream-Lidschatten. Benutze ich ganz gerne. Diesmal sind die matt, was ich sehr gut finde, weil das kann man dann immer sehr gut als Lidschatten-Primer benutzen. Also Primer, das dann auch manche Farben so zu intensivieren, eben auch mit den Farben zu spielen. Wenn ihr mal darauf achtet, viele Make-up-Artists arbeiten ja so mit Kajal drunter, ne, um eben diese Farben zu intensivieren, was dann wiederum auch so ein bisschen als Primer dient. Also ich finde das sehr, sehr gut. Gerade so diese matten Farben finde ich richtig gut. Die haben auch so ein Grau. Das haben die irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die das einfach nochmal neu formuliert haben. Aber ich würde sagen, das sind so ziemlich klassische Alltagsfarben. Das ist immer super für Leute, die sagen, ich möchte es ganz einfach haben und ich will das so auftragen. Am besten mit meinem Finger ausblenden. Das ist das, was es für euch macht. Die Farben sind super. Gerade so im Make-up-Artist-Bereich, aber so Alltag auch für mich, um mit Lidschatten zu spielen. Liebe ich. Ich finde es toll, dass sie jetzt so neutral Farben haben. Sehr, sehr nice.
Ich habe hier in meinen Innenwinkel, weil ich meinen Highlighter aufgetragen habe, nochmal meinen Fair Highlighter in meinen Innenwinkel gegeben, um diesen Shade, den ich aufgetragen habe, noch ein bisschen aufzuhellen, weil das war einfach, sah so nach nichts aus. Als nächstes nehme ich diese Palette von Rabanne, die Mini Palette. Da haben wir einmal Blue Moon und einmal Silver Hour. Und da nehme ich dieses Silber mit so einem kleinen Pinsel auf. Pack mir das mal hier hin. Und das wiederum hat ja mal mega gut geklappt. Das ist ja wie Luck. Wow. Oha, schaut euch das mal an, wie vibrant diese Farbe ist. Richtig nice. Dann nehme ich mal das Lila. Gucken wir mal, was das kann. Und ich habe es nicht angesprüht, ha? Lila packe ich mir hier hin. Also Lila ist selbst im metallischen Zustand echt ein Hurensohn. Ja, ballert halt natürlich nicht so wie das Silber. Aber trotzdem intensiv. Zum Beispiel könnte man jetzt von Huda Beauty diesen Cream Shadow nehmen als Base. Man könnte jetzt aber eben auch einen von diesen Laura Mercier Stiften nehmen. Zum Beispiel diesen Ton als erstes so ein bisschen ausblenden und dann das Lila on top. Wisst ihr, wie ich meine? Und so kann man dann das Beste immer aus seinen Produkten holen, wenn man die Möglichkeit hat, halt eben mit den Sachen so ein bisschen zu spielen. Gehe ich mal in das Blau. Also ihr wisst ja, bei Hot New Make-up, es geht nie um den Look, sondern es geht immer nur darum, so viel Farben wie möglich zu benutzen. Also es ist auf jeden Fall sehr intensiv, aber auch sehr ölig. Spannend. Ich frage mich, was das hier von Rabanne ist. Cream to Paint Matte Liquid Eyeshadow. Okay, also das hatte, wenn ihr euch erinnert, Love Cosmetics damals noch rausgebracht mit Tush Magazine. Erinnert ihr euch? Diese Collab waren es ja auch so wie in so einem Tuschkasten. Oha, das ist natürlich richtig krass pigmentiert. Und das ist ein Tropfen. Also, ich sag mal so, ich sehe das nicht so im Privatgebrauch. Sowas, aber als Make-up-Artist oder so, oder wenn man eben viel künstlerische Arbeit, kann ich mir das vorstellen. Oder ihr sagt, ich stehe total auf so hochpigmentierte Liquids, aber das wird euch Jahre halten. Also es wird wahrscheinlich eher kippen, als dass ihr es benutzt. Aber krass, echt verrückt. Also ich sehe mich das jetzt halt nicht so nutzen. Höchstens als Lidschatten-Base. Guck mal, auch schön. Ist natürlich einfach so, ne? Zuck, 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 zuck. Muss natürlich sauber arbeiten, weil es trocknet sehr schnell und dann kann man es nicht mehr ausblenden. Auch das muss man wissen, aber ganz cute eigentlich. Und dann haben wir hier dieses Metal Amplifier, Metal Shot. Ah ja, das ist dann wahrscheinlich einfach so wie so ein Liquid Highlighter. Oha. Nice. Ich finde es halt so witzig, dass sie so krasse Sachen rausbringen, so richtig krass und vibrant, so für den Markt. Und dann denke ich mir so, ja okay, viele benutzen sowas ja nicht. Aber dann schicken die das meistens oder kollaborieren meistens so mit Fashion-Influencern, die ja sowieso kaum Make-up tragen. Das ist ja dann wirklich immer so Mascara. Also ich verstehe manchmal auch die Agentur nicht. Die Leute, die dann buchen, so richtig random einfach. Ich meine, es passt ja, weil Fashion-Brand bringt Make-up raus. Aber wann habt ihr, also wie viele Fashion-Influencer seht ihr, die diese, wisst ihr, wie ich meine? Manchmal ist es wild. Und hier habt ihr dann Loose Pigment. Aber interessante Kollektion, kann ich anders nicht sagen. Also ich finde es spannend. Dann haben wir hier die Paco Rabanne Famous Lip Color. Das ist ein krasses Lila. Ich habe dann auf den Lippenstift so ein R, wenn ihr das erkennen könnt, für Rabanne. Das erste ist wie matt, das andere hat so Schimmer. So Satin Finish mäßig. Dann haben wir hier ein klassisches Rot und das ist dann wieder matt. Oh ja, schön. Schön intensiv. Dann habe ich zugeschickt von Sweet ganz viele Lip Liner in allen möglichen Farben eigentlich. Machen wir doch mal den hier auf. Also so sehen die aus. Double-ended. Das heißt, hier haben wir den Stift und auf der anderen Seite haben wir einen Pinsel, was ich ganz schlecht finde, weil dann kann man das immer so ein bisschen ausblenden, bisschen sauberer arbeiten. Das ist die Farbe. Schönes Braun. Tragen wir das doch auch mal auf. Super cremig, leicht aufzutragen. Und super stark pigmentiert. Auch schöne Farbe, perfekt auch für den Alltag. Geht eigentlich ganz jährlich. Sowas braucht man eigentlich immer. Erinnert mich ein bisschen an Strip Down von MAC. Und zu diesen ganzen Lip Linern gibt es natürlich auch die Sweet Lipstick, heißen die. Mal gespannt. Ah, okay, das sind diese Jumbo-Teile. Ah, hier nochmal zu diesem Miracle Powder. Also das ist dann der Effekt. So halt ohne diesen Puder und das dann halt mit. Also eigentlich ist es wie so ein Puder mit leichter Deckkraft und es gibt euch dann Glow. Also wenn das Finish so aussieht,
natürlich echt nicht schlecht. Und das sind die Jumbo-Teile. Okay, das ist das. Ich mag so Jumbo-Sachen nicht so gerne, muss ich sagen. Ich nehme mal von Rabanne einfach dieses Rosa. Oh, die Farbe ist echt hässlich. Passt natürlich jetzt auch mit dem Lip Liner nicht, aber das ist schon richtig aufbauen. Hat einen ganz leichten Geschmack, aber angenehm. Okay, also es ist okay. Ist jetzt nicht meine liebste Formulierung, aber es ist schön, ist so ganz leicht trocken vom Feeling her, aber es ist trotzdem auf den Lippen cremig, aber dennoch ganz leicht. Interessant. Die Farbe passt halt überhaupt nicht zu mir, aber here we are. Ich sehe sowieso total krass aus, wie gerade. Schicke Swatch Party, ey, das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall waren sehr viele interessante Sachen dabei, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall schon meine Favorite Kiste, so die Charlotte Palette, die Huda Palette, die Rhodes Sachen, hier die Laura Mercier Stifte, die Shiseido Foundation. Ich fand Rabanne sehr interessant, coole Produkte, sehr kreative Produkte, finde ich mal erfrischend auf den Markt und bin gespannt, wie die Brand sich machen wird, also ob die Leute das so benutzen. Mein Lippenstift war jetzt nicht so mein Favorite, also da kann ich mir eher dieses Rot vorstellen, weil es wirklich sehr intensiv matt war. Sehr, sehr rot. Das hat mir gut gefallen. Der Lip Liner von Sweet Tippitoppi. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.